Jetzt möchte ich euch ganz kurz den Jochen Lenz vorstellen. Jochen Lenz kommt von Yes, J-E-S, und das kommt für, steht für Junkies, ehemalige Substituierte, e.V., eingetragener Verein bedeutet das. Jochen Lenz, du hast das Wort. Begrüß den Jochen! Hallo! Zuerst möchte ich mich mal beim Steffen und allen Helfern bedanken, dass er so eine großartige Parade vorbereitet haben. Für mich ist es eine große Ehre, mit euch hier stehen zu können, mit euch gemeinsam Gesicht zu zeigen für die Hanflegalisierung. Ganz kurz was zu meiner Person. Ich habe nach einem Vortrag von Jack Herra vor 20 Jahren, der damals meinte, get green or die, mit Menschen aus ganz Deutschland den Hanf e.V., Hanf als Nutzpflanze fördern, gegründet. Ich habe mich dann relativ schnell zurückgezogen. Ich wollte mich nur mal bei den Leuten vom Hanfmuseum und den Leuten, die den Hanf e.V. weiterführen, bedanken. Heute stehe ich hier für Yes. Also ich bin da im Bundesvorstand. Ich möchte mit euch einen Blick in die Zukunft werfen, so wie wir sie uns vorstellen. Unser Motto Lebbetrogen trifft genau den Punkt, warum ich hier stehe. Meiner Meinung nach hat ein Staat auf gesellschaftliche Entwicklung zu reagieren. In Portugal wurde 2001 der Besitz aller Substanzen, egal ob Heroin, Kokain, Speed oder Koks, entkriminalisiert. Jetzt, nach fast 10 Jahren, müssen die Kritiker ein positives Resümee ziehen. Nicht nur, dass die Zahl der Drogenkonsumenten, genau wie in den Niederlanden, sich verringert hat, nein, auch die Zahl der HIV-Infektionen, der Drogentoten und die Anzahl der inhaftierten Drogenkonsumenten ist zurückgegangen. Wir sehen Colorado als ersten Staat der USA, und in Uruguay als ersten Staat überhaupt in der Welt ist der Besitz, der Handel und Anbau von Gras jetzt erlaubt. Mittlerweile gibt es wieder LSD-Therapien, MDMA-Therapien, Religionsgemeinschaften, die Peyote, Ibogain oder DMT rituell verwenden. Das sind alles großartige Schritte in die richtige Richtung. Ich finde, das zeigt, dass Legalisierung und Regulierung funktionieren kann. Heute geht es um Hanf legal. Doch stellt euch eine Welt vor, in der alle illegalisierten Drogen zur Verfügung stehen, egal ob Heroin, Koks, LSD, Gras. In allen Kulturen wurden Drogen genutzt, sei es rituell, medizinisch oder einfach nur, weil es Spaß macht. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, leben wir in einer Zeit, in der Drogen leicht verfügbar sind. Über die Qualität kann man sich streiten und die Folgen der Kriminalisierung kennt ihr. Wir, der Bundesverband, stehen die Legalisierung aller Substanzen an. Das hört sich vielleicht krass an, doch warum das möglich ist, möchte ich mal kurz ausführen. Ihr kennt die Unterteilung in weiche, harte und Drogen. Doch ich finde, man sollte die Frage stellen, wer solche Unterteilungen aufstellt. Meiner Ansicht nach, ich frage mich auch, wie man überhaupt Pflanzen illegalisieren kann. Meiner Meinung nach sind Substanzen per se neutral. Ja? Es gibt eher harte und weiche Konsummuster, meiner Meinung nach. Ich glaube, es ist noch ein Unterschied, ob ein Schüler sich morgens 3 Eimer raucht, bevor er in die Schule geht, oder ein 40-Jähriger sich abends selbst angebautes Gras raucht. Also der Kiffer mit der Bleivergiftung wird ja nicht durch das Gras krank, sondern durch das Blei. Ja? Der Junkie, der unter unhygienischen Umständen gestrecktes oder mit Anthrax verseuchtes Heroin konsumiert, wird ja auch nicht durch Heroin krank. Reines Heroin, das wisst ihr vielleicht nicht, kann man ein Leben lang konsumieren und es verursacht keinerlei Organschäden. Nicht umsonst ist es seit 2008 wieder als Medikament zugelassen und wird über die Krankenkassen finanziert. Also wir bestreiten nicht, dass Drogen Abhängigkeiten erzeugen können oder dass manche Substanzen gefährlicher sind als andere. Doch die schlimmsten Schäden, die durch Drogen verursacht werden, sind... Nein, die schlimmsten Schäden, die mit Drogen in Verbindung gebracht werden, wie HIV, Hepatitis, Armut, Inhaftierung oder Tod,
sind die Folgen einer auf Verbote ausgerichteten Drogenpolitik. Durch Verbote hat sich doch noch niemand abhalten lassen, psychoaktive Substanzen zu sich zu nehmen. Oder wie seht ihr das? Eine grundsätzliche Neuerung hier in der nationalen und internationalen Drogenpolitik ist meiner Meinung nach deshalb die logische Konsequenz, wie man Uruguay sieht. Ist jetzt die Frage, ist Legalisierung die universelle Lösung und löst alle Probleme? Trotz einer Regulierung von Drogenmarkt und Konsum wird es immer Menschen geben, denen der Drogenkonsum außer Kontrolle gerät. Aber ebenso wie die Prohibition bis jetzt noch keine drogenfreie Welt erzeugt hat, werden auch Legalisierungsmodelle nicht alle Probleme lösen können. Aber sie sind zumindest mal ein erfolgsversprechender Versuch, die besonders durch Prohibition und illegale Drogenmärkte verursachte Schäden abzumildern oder gar ganz zu beseitigen. Das ist so, was auf meinem T-Shirt steht, ist das, was ich eigentlich reden will. Ja. Kontrolle statt Schwarzmarkt. Also für uns bedeutet Legalisierung ein Prozess, der natürlich lange dauert. Es gilt natürlich auch mittels einer Produktkontrolle, die Produktstärke und die Reinheit zu kontrollieren. Und jedem Nutzer sollten Produktinformationen zugänglich gemacht werden. Für uns gilt es mittelfristig, Drogenfachgeschäfte zu machen. Also ich stehe hier, ich bin Drogenberater und ehrlich gesagt, ich bin für die Abschaffung vom Betäubungsmittelgesetz, damit man sich um die Menschen kümmern kann, die wirklich Probleme mit Drogen haben. Also wir sind davon überzeugt, dass solche Entwicklungen Drogenkonsumenten dazu motivieren, befähigen können, selbstbestimmt und verantwortungsbewusst Drogen zu konsumieren. Ich bin auch gleich zu Ende. Das sind so ein paar Punkte, die wir uns für Legalisierung überlegt haben. Wir wollen einen lizenzierten, qualifizierten Fachhandel mit ausgebildetem Personal. Verpackungen mit Warengebrauchshinweisen, so wie es das jetzt schon überall gibt. Berücksichtigung von Jugendschutz und Straßenverkehrsgesetz. Wir sind für die Erhebung von Steuern, damit man das Geld in Prävention stecken kann. Wir sind für ein Werbeverbot, aber auch für ein Aufklärungsgebot, zum Beispiel Drogenkunde in Schulen. Was ich mir von euch wünsche, ist eine Solidarität mit allen Drogengebrauchern, egal welche Substanz sie nehmen, weil ich finde, jeder hat das Recht auf Rausch mit der Substanz, die er konsumieren möchte. Also ich möchte mich ganz kurz für eure Aufmerksamkeit bedanken, mit unserem Gründungsmotto schließen. Drogengebraucher müssen nicht erst durch ein angepasstes und abstinentes Leben das Recht auf Menschenwürde erwerben. Herzlichen Dank an Jochen Lenz für die offenen Worte und wirklich auch sehr wichtigen Sachen, die man sonst nicht weiß